Zum 50. Jahrestag des Deutsch-Französischen-Élysée-Vertrages am 22. Januar 2013 hat die Künstlergruppe Die Redner eine multimediale Show mit Live-Musik, Schauspiel, Video- und Lichtinszenierung entwickelt. Also der Zuschauer ist mit Sicherheit etwas anders in dem ganzen Stück drin. Er ist im Prinzip viel näher am Geschehen dran. Also es ist nicht ein Theaterstück, wie es sonst ist. Es ist ja auch sowieso kein Theaterstück, sondern es ist eine Show. Es ist eine Mischung aus Medien, aus Film, aus Musik und aus Fragmenten aus der sozusagen historischen Quellen und auch aus einem sozusagen eingefügten Theatersituation. Grundlage ist die in Deutsch gehaltene Rede des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle an die deutsche Jugend von 1962. Das Thema Charles de Gaulle ist so interessant, weil er vor 50 Jahren, als der Krieg sozusagen noch nicht lange vorbei war, gedacht hat, er kann sozusagen mit der Jugend als sozusagen Partner zwischen Frankreich und Deutschland arbeiten, indem er die sozusagen mitnimmt, ja? Dass er sie begeistert für Europa, dass er sie anspricht, dass sie halt Möglichkeiten haben. Die haben mehr Möglichkeiten als die Alten, die vielleicht noch den Krieg erlebt haben und vielleicht auch niedergeschlagen waren. Er hat ihnen sozusagen Vertrauen zurückgegeben. Und diese Rede war Anlass zu überlegen, was macht Jugend heute, was macht Jugend in der Zukunft. Und deswegen ist das der Ausgangspunkt des Ganzen, also der ganzen Produktion Élysée 63, aber nicht der Endpunkt, sondern die Frage ist, wie geht es weiter mit Europa? Wie sieht es im Moment aus? Definiert der Euro Europa, also das Geld? Oder gibt es noch andere Sachen wie Kultur, wie Kunst, wie unsere Werte sozusagen, die uns bestimmen können, also uns definieren, was Europa ist? Der Saarländische Rundfunk ist in diese Arbeit von Anfang an mit eingebunden, um neben der Bühne auch eine Fernsehfassung zu schaffen. Uns war es wichtig, eine junge Frau zu zeigen, die im Europa 2063 nicht mehr diese Möglichkeiten hat, die es vielleicht heute gibt. Und die auch sieht, dass die Probleme, die jetzt entstehen, 2063 noch viel extremer und viel härter sind. Und wir haben gedacht, das ist eine filmische Lösung, ist adäquat. Zumal diese historischen Bezüge mit Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, das Treffen in Colombey des Deux Églises, ist natürlich auch eine starke filmische Idee. Und wir haben von Anfang an eigentlich gedacht, dass wir diese beiden Ebenen, Film und Bühne, da an dieser Schnittstelle miteinander verbinden wollen und eigene Filme drehen. Die Rede ist das, was sie ist. Das ist eine Rede, die so 1962 gehalten wurde. Und an sich ist an dieser Rede alles beim Alten geblieben, im besten Sinne des Wortes. Was wir verändert haben, sind vielleicht die Zeitbezüge. Also die Animationen weisen auf die Dinge hin, die Jugendliche unter Umständen heute beschäftigen, die uns, die Finanzmarktkrise, die Dinge, die uns jetzt gerade auch in Europa beschäftigen, die Zusammengehörigkeit Europas, die fehlende Solidarität in vielen Feldern. Wir haben diese Bezüge hergestellt, um zu zeigen, dass Charles de Gaulle 1962 etwas an die deutsche Jugend, eine Rede an die deutsche Jugend gerichtet hat, die immer noch in unseren Tagen absolut an Aktualität nicht verloren hat. Die Filmversion entsteht in Zusammenarbeit mit dem Kulturkanal Arte für den Themenschwerpunkt 50 Jahre Élysée-Vertrag am 20. Januar 2013.